Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute klären wir die Frage, ob ich mir jemals eine Supersportler zulegen würde, beziehungsweise warum ich das niemals tun würde. Selbst nicht für die Rennstrecke. Ich bin wieder mit der Doppler unterwegs und ich muss einfach sagen, ja, das ist geil und ja, das bockt, aber dazu kommen wir gleich. Sehen wir uns auf dem Bike wieder. Also, schon mal Grund Nummer 1, warum ich mir keine Supersportler kaufen würde, ist einfach, weil ich die Supersportler niemals so fordern könnte, wie man das machen müsste. Das sind 214 PS unter meinem Arsch und ich werde diese 214 PS auch auf der Rennstrecke niemals so fordern können, wie die Leute, die das halt wirklich können. Auch ein kurzer Disclaimer noch, das hier ist nicht irgendwie jetzt, dass ich das Leuten madig reden will, sage ich ja häufiger. Wenn ihr Bock habt, Supersportler zu fahren, Alter, go for it. Ich verstehe, warum ihr das geil findet. Darum geht's mir nicht. Das ist halt einfach Bombe. Also, ich liebe Supersportler fahren auch. Ja, allein deswegen. Also, das ist einfach unbegrenzte Power gefühlt. Das ist einfach der Wahnsinn. Ne? Du bist das schnellste Wesen gefühlt auf der Straße und Rennstrecke. Bist du halt sowieso auch unfassbar schnell. Und die Dinger sind halt gemacht für die Rennstrecke. Grund Nummer 2, warum ich mir niemals eine Supersportler anschaffen würde. Das ist einfach eine persönliche Präferenz von mir. Ich bin ziemlicher Zweizylinder-Fan. Ich finde Vierzylinder klingen geil, aber durch dieses maximal hohe Drehzahlband ist es halt im normalen Verkehr wohlgemerkt echt kaum möglich, überhaupt dieses Drehzahlband mal zu nutzen. Da bist du mit einem Zweizylinder auf jeden Fall besser dran, obwohl jetzt zum Beispiel meine KTM dreht halt auch schon so um die 12. Das ist auch schon eigentlich viel zu viel, aber die KTM hat auch eigentlich viel zu viel Leistung, deswegen kann ich mit zu viel Leistung das Argument verfällt. Ich werde es trotzdem bringen, aber das gilt einfach auch für die KTM. Das Problem für mich ist halt immer wieder, ich merke das ja jetzt, weil ich halt auch viel jetzt Doppler gefahren bin, ich habe Spaß dabei. Ne? So ein bisschen auch natürlich für mich, ich bin ja so ein kleiner Prolet, das kann man ja auch so sagen. Ne? Du hast einen Supersportler, die Leute gucken dich halt die Leute gucken mich halt sowieso schon an, weil du so ein Ding fährst, ne? Aber im Großen und Ganzen muss ich halt sagen, wo ich jetzt letztens mit einem Arbeitskollegen Moped fahren war und wir halt auch mal engere Kurven hatten und alles beim etwas sportlicheren Fahren, da hat die Supersportler nicht so geil abgeschnitten. Ich meine, eine 1000er ist halt jetzt auch wieder das Nonplusultra, es gibt ja auch noch kleinere 600er und sowas, das ist schon eher. Aber ich bin einfach ein Naked-Bike-Fan. Ne? Agilität, wendiger, kannst du geil in Kurven drücken, mit nicht mal so viel Leistung. Die 900er ist für mich das Bike. Und ich sage euch ehrlich, wenn ich die Wahl zwischen einer Doppler und einer 900er hätte, oder ich beziehe mich jetzt auf meine 900er, dann würde ich meine 900er nehmen. Weil die Doppler einfach viel zu viel, es ist einfach zu viel. Und es macht mir dann auch nicht so viel Spaß, damit zu fahren, weil ich die ganze Zeit, wenn ich jetzt hier normale Casual-Fahrten machen will, so für diese Dinge eigentlich ja gar nicht unbedingt gedacht sind, aber wenn du das halt hast als einziges Motorrad, dann machst du damit auch Casual-Fahrten so. Da kannst du ganz im ersten Gang oder im zweiten Gang bleiben. Mehr brauchst du ja gar nicht, weil du bist sowieso immer viel, viel zu schnell, viel zu schnell. Also, wie gesagt, das bockt übertrieben. Auch Sachen wie jetzt zum Beispiel, ich bin Knie geschliffen oder halt Kurven gefahren, ne, mit einer Supersportler, ist einfach geil. Wir können das hier gerne einmal einblenden so. Genauso wie halt diese Power nutzen. Aber diese Power kannst du auch nur auf der Autobahn nutzen, was auch nicht immer so geil ist, weil ich meine, wir haben jetzt schon das Privileg, dass wir in Deutschland hier auch mal diese Power auch ausfahren dürfen.
mehr oder weniger. Aber auch das ist halt, jeder, der auf der Rennstrecke ist und der halt diese Dinger auch auf der Rennstrecke bewegt, weiß, wenn du einmal auf der Rennstrecke warst, und das war ich nicht mal, dann kannst du auf der Straße nicht mehr fahren, weil das einfach scheiß langweilig ist, weil der Asphalt scheiße ist und weil du dich halt immer in Sachen oder in Maßen bewegst, die jenseits von Gut und Böse sind und du immer deinen Lappen abgeben musst, wenn du Pech hast. Deswegen würde ich mir niemals einen Supersportler kaufen. Scheiß mal auf das Geld. Wie gesagt, ich habe mir eine Super Duke gekauft. Das hat 177 PS, also wegen zu viel Leistung. Die Super Duke werde ich auch nie in so einen Bereich bringen. Aber die Super Duke macht mir wesentlich mehr Spaß als ein Supersportler. Auch wenn es ein Hyper-Naked-Bike ist. Einfach weil meine persönliche Präferenz bei Naked-Bikes einfach krass ist. Und ich würde mir auch keine Rennstrecken-Supersportler kaufen, weil da würde ich eher, jetzt lachen mich wahrscheinlich viele aus, ne, meinen 900er oder halt die Super Duke nehmen. Weil ich einfach viel, viel lieber, ich bin ja jetzt auch hiermit, wie gesagt, schon etwas sportlicher in den Kurven gewesen. Und ich muss halt sagen, mir macht mein Naked Bike, also die 900er gerade, weil die 900er liebe ich, mit der 900er habe ich auch alles gelernt, macht mir halt mehr Spaß beim Kurvenfahren. Konnte ich auch besser mitfahren, also auch Schräglage fahren. Mit der Doppler geht auch super, es ist super an sich super einfach. Es fährt sich halt einfach auch gut, stabil. Die Dinger sind halt dafür ausgelegt, ne? Aber da bist du halt auch immer wieder jenseits von Gut und Böse. Bist du mit der 900er, wenn du willst, natürlich auch. Aber das hier, das guckt mich an und sagt mir, nutz mich mal. Du ziehst hier am Maßhahn und juckelst mich hier durch die Gegend. Und wisst ihr, im Endeffekt ist es halt immer so, wenn wir dann in diesen Bereich kommen, wo Leute halt sagen, ja, ich nutze die volle Leistung der Supersportler auch auf der Straße. Jesus Christus, ich fahre auch manchmal gewagt. aber wenn du das hier, also das hier, ne, 214 PS wirklich ausfährst auf der Straße, Alter, dann ist wirklich krass. Wie gesagt, ich bin kein, was das angeht, ich bin kein Moralapostel, überhaupt nicht. Generell bin ich, was sowas angeht, nie ein Moralapostel. Ich finde es halt nur zu krass. Und ich habe einen heiden Respekt davor, wenn man die Dinger hier, gerade auf der Rennstrecke, wirklich so bewegt, dass die vielleicht auch ihre Grenzen erreichen. Das sind aber nur 0,01% der Leute, die die fahren. Weil sowas hier an der Grenze zu bewegen, dann musst du anders krass sein. Und das kann ich einfach nicht. Ne? Meine 900er bringe ich ja rein, theoretisch. Ich denke, meine 900er fordere ich schon ganz gut. Aber meine 900er an die Grenze bringen, tue ich niemals. Das hier dann sowieso nicht. Und die Super Duke werde ich auch nicht an die Grenze bringen. Niemals. Auch nicht mal auf der Rennstrecke. Dafür bin ich einfach zu schlecht, sag ich mal. Aber deswegen lohnt es sich für mich einfach generell nicht, mir eine Supersportler zu kaufen. Mal damit fahren ist super cool. Wie gesagt, das ist einfach geil. Auch ein geiles Gefühl, Supersportler zu fahren. Und auch wenn du halt sportlich fährst, bockt das. Aber keine Ahnung, ich finde halt, es bockt mit anderen Motorrädern, gerade mit Naked Bikes zum Beispiel, einfach mehr. Muss ich halt so straight sagen. Klar, wenn ich mal die Möglichkeit habe und irgendwas Tutorial-mäßig mache und mir eine Leihe zum Tutorial schrauben oder sowas oder jemand das Beat anbietet, weil er so ein Tutorial haben möchte, dann kein Thema, ne? Das ist halt was anderes. Aber wir werden niemals auf diesem, also ich werde selber niemals eine besitzen. Da gehe ich, weiß ich nicht, dafür muss YouTube krass laufen und YouTube Money muss am Start sein, dass ich mir das einfach aus Jux und Dollerei kaufen könnte. Was nicht der Fall ist. Und ich glaube auch für viele, die Bock auf Supersportler haben, die jetzt gerade anfangen mit dem Motorradführerschein, fahrt das erstmal Probe, halt im 48 PS Bereich, R7 und die Cover Ninja 400, damit ihr diese Sitzposition zum Beispiel erstmal auch kennenlernt. Ja, für alle die halt den großen Führerschein haben. Ich verstehe die Lust darauf, aber ich glaube, dass viele, what the fuck? Viele damit gar nicht mal auf Dauer glücklich werden. Klar gibt es die Enthusiasten, die gibt es immer, bin ich ja so gesehen auch einer von.
aber halt in einem anderen Bereich. Die fahren das. Ihr habt da auch Bock drauf, dann macht das. Ne? Wie schon gesagt, das ist kein Video zum Haten oder zum Kauf dir keine Supersportler. Das ist nur ein Video zum, warum ich mir niemals eine kaufen würde. Weil es sich für mich einfach überhaupt nicht lohnt. Und für meinen Style auch einfach gar nicht passt. Wenn ihr was haben wollt von unserem Equipment oder dem generellen Kram, den ich so benutze, Amazon-Link in unserer Beschreibung. Gerne mal vorbeischauen. Und schreibt mir mit Hashtag Klartext unter diesem Video oder unter anderen Videos, genauso wie auf Instagram, damit wir weiterhin Hashtag Klartext machen können. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.